Also zunächst sage ich in meinem Text hier, der Tod von Jesus am Kreuz ist nach christlicher Auffassung als Sühnopfer zu verstehen, um dem durch die Sünden der Menschheit der Sünden Gott zu versöhnen. Von Urzeiten her hatte solches Opfer eine Funktion, mit der Gottheit Kontakt aufzunehmen, um ihr Unterwerfen und Verehrung kundzutun und sie gegen zu stimmen. Das wissen wir ja. Dabei stellte das Opfern des eigenen Sohns mal eine besonders großes und schweres Opfer dar. Nicht? Also das weiß man ja aus der Geschichte, da wurde dann uns gar nicht mehr anders wie der erst geboren. So, und dann heißt es hier, achso, und ich sage dann auch noch weiter, das ist für mich also eine geradezu grämenhafte Verhechtung von Sünde und Sühne ist, ich kann da nur den Kopf schütteln, wie man also der Meinung sein könnte, dass jemand für mich, ja, durch seinen Tod, der auch noch besonders grausam gestaltet wurde, für mich Sünden wiedergeben sollte. Ja? Also ich frage mich, wenn Menschen vor 2000 Jahren so gedacht haben, kann ich das ja noch verstehen. Aber ich soll es heute noch glauben, in welchem Zeitalter leben wir eigentlich, dass ich so etwas glauben soll. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber. So, und hier im Katechismus schreibt eben der 7.13 ja mehr diese Texte im wesentlichen Teil noch formuliert. Die Reinwaschung, so heißt es in dem Katechismus jetzt, die Reinwaschung von unseren Sünden wurde uns durch das Leiden Christi verdient, der sich am Kreuz als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfergabe dargestellt hat und dessen Blut zum Werkzeug der Sühne für die Sünden aller Menschen wenn man mal davon absieht, dass es natürlich ein altertümlich, zumindest sehr altertümlich klingender Text ist. Ja? Also darüber könnte ich noch hinwegsehen. Aber das, was da gesagt wird, ja? Also ich kann mich da nicht wiederfinden. Ja? Aber es kommt noch viel schlimmer. Ja? An anderer Stelle heißt es dann, in diesem Katechismus, auch die selige Jungfrau ging den Pilgerweg des Glaubens. Also Jungfrau Maria ging bis an die Kreuzigungsstätte. Ihre Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in Treue bis zum Kreuz, also bis zur Kreuzigungsstätte ist sie gemeint, wo sie nicht ohne göttliche Absicht stand, heftig mit ihrem Eingeborenen, also einzig geborenen heißt es ja, litt und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie der Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren hatte, liebevoll zustimmte. Diese Kursivschrift, die stammt von mir, ich wollte diesen Halbsatz, den muss man einfach nochmal lesen, den habe ich dadurch hervorheben wollen. Also ich finde das abartig. Ja? Und das ist nicht irgendein Text, das ist der katholische Katechismus. Ja, der ist der jüngste, der neueste, 1943, der gilt in allen Dankstellen. Ja? Indem sie der Dank des Schlachtopfers, das sie geboren hat, der liebevoll zustimmt. Ja? Vielleicht darf ich an dieser Stelle einmal etwas sagen. Ich kann das eigentlich nicht unterbrechen, weil ich denke, dass die Dinge da, dass Jesus ein Mensch ist. Wir Christen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Und es geht hier nicht um einen Menschen, sondern es geht um Gott. Gott gibt sich selbst als Opfer am Kreuz. Nicht als ein Mensch, nicht ein Mensch wird Gott auf brutale Art und Weise ermordet, sondern Gott selbst. Das ist das, was wir als Christen glauben. Ja, aber sie sagen aber auch, Jesus war Gott und Mensch. Ja. Er hat gelitten, er hat doch gelitten. Er wurde gefoltert, er hat es zusammengebrochen und der Last des Kreuzes weiß ich. Gott ist uns Menschen gleich geworden, dass er hat sich auf eine Stufe mit uns gestellt, um diesen sich nicht zu überleben, sondern um diesen Weg zu gehen. Er hat keine andere Chance gehabt. Deshalb, es geht aus unserer Sicht, so sehen wir das. Entschuldigen Sie einfach, wenn ich Sie unterbreche, weil ich möchte Ihnen nicht hineinfinden, aber sonst vergesse ich es. Weil an dem Punkt ist es etwas, wo wir sicherlich total anderer Ansicht sind. Wir als Christen können es glauben, dass Gott ein Mensch wurde und dass er genau wie die Menschen gelebt haben, aber er war Gott. Und dieser Gott hat sich so klein gemacht und so niedrig und so gering gemacht, dass er sich töten ließ, dass wir diesen Weg. Also ich kenne es ja und ich habe das ja auch verstanden. Okay, ja. Und das ist etwas, wenn Sie jetzt von einem Menschen reden,
dann ist das in ihren Augen der Mensch Jesus Christus, in unseren Augen ist es Gott. Naja, also ist das eigentlich, ich meine, wenn ich sowas lese, Schlachtopfer, ja? Das finde ich, ich finde das also nicht, wie stößt so etwas ab, ja? Egal, ob das ein Gott ist oder ob das ein Mensch ist, ja? Er ist ja zunächst mal auch als Mensch dort gefangen worden und ans Kreuz geschlagen worden, ja? Also, wir mögen das jetzt als Gott, als Gott interpretieren, akzeptiere ich ja auch, ja? Aber, er ist dennoch ja auch Mensch gewesen, ja? Und wie kann man, selbst wenn es Gott wäre, ja, wenn ich das jetzt akzeptieren würde, wäre das für mich also auch eine Form der Sündentilgung, die ich gerade so archaisch finde. Das stammt aus einer Zeit, wo man Menschen opferte, weil man glaubte, damit die Götter zu versehen. Ja, ich habe auch noch als Kind ein Buch über die Azteken gehabt, da wurde also auch in höchster Not der Erstgeborene dieses Aztekenkönigs mit diesem furchtbar schwierigen Namen, den ich immer nicht behalten kann, geopfert. Das war für mich grauslich. Ich habe es trotzdem nur mehrmals gelesen, weil man dazu ja erschauderte. Ja? Und ich fand auch den väterlichen Verrat an dem eigenen Kind ja so grauslich. Ja? Das ist hier dasselbe, finde ich. Ja? Das muss man jetzt auch, denke ich, so ein bisschen aus der anderen Perspektive heraus auch einmal sehen. Das ist das Höchste, was jemand besitzt. Das ist das Leben. Und wenn man das Leben für einen anderen gibt und vielleicht auch noch unschuldig für einen anderen in den Tod geht, dann ist das Höchste, das, was man tun kann. Und wir Christen, wir glauben das und so verstehen wir auch Gott, dass Gott das Höchste, das, was ein Mensch besitzen kann, gegeben hat für den anderen, für jeden Einzelnen, für jeden, der dieser Aber das ist schon der zweite Punkt, an dem ich mich wieder massiv störe. Wie kann jemand für mich stellvertretend Sünden übernehmen? Das halte ich für auch für eine absurde Idee. Dass jemand für mich, ja. Damals im Judentum war das als Schlachtopfer. Dieser Begriff kommt aus dem Jüdischen, weil man oder weil Gott geboten hat, diese Schlachtopfer zur Sündenvergebung zu geben. Das ist ihnen alles bekannt, denke ich. Dieses Wort stört sie, weil es jetzt um einen wie uns geht. Ja, es geht um uns, Mensch. Und ich denke, das passt nicht zusammen. Warum man das den Katechismus Schlachtopfer nennt, weiß ich auch nicht. Ich störe mich an vielen Katholischen, muss ich ehrlich sagen. Ich persönlich weiß, dass ich persönlich mich nicht selber weder erlösen kann. Ja? Meine Schlechtigkeit oder mein schlechter Charakter kann ich versuchen, in gewissem Sinne zu verbessern. Aber die Frage, was passiert denn, wenn ich mein Leben lasse? Die hat mich als Kind schon beschäftigt, die beschäftigt mich auch jetzt noch. Wie ist ein Weiterleben möglich? Der Kosmos zeigt uns, es geht nirgendwo anders. Nur auf dieser Erde haben wir Menschen Lebensmöglichkeit. Frage, warum nur diese Erde? Das wäre für mich jetzt die Frage. Ich gehe wieder auf den Anfang zurück. Aber als weitere Frage drängt sich mir sofort wieder folgende Überlegung auf. Es muss ja eigentlich ein Betriebsunfall Gottes sein. Denn er hätte ja die Macht gehabt, uns sündenfrei zu erschaffen. Ja? Offenbar ist es ihm nicht gelungen, ja? Oder er wollte es nicht. Aber wenn er es nicht wollte, dann frage ich mich, warum will er uns danach erlösen? Ja? Also ich habe eher den Eindruck, das ist sozusagen ein Fehlgriff Gottes, dass er gesehen hat, und Gottes Willen, das ging ja schon mit der Sintflut los, ja, hätte er doch in seiner Voraussehung auch sehen müssen, dass die Menschen also nun sündig werden und sich gegen seine Gebote versündigen, ja, dann bringt er einfach durch eine Regenflut, angeblich, aber ich will es mal jetzt einfach mal so annehmen, einfach die Menschen wieder um. Ist da auch ein Zeichen, dass er da irgendwo nicht richtig gedacht hat. Ja? Und hier ist es doch genauso wieder. Ja? Er müsste doch wissen, dass wir sündig sind, dass wir unserer Natur folgen und dann eben auch Dinge tun, die eigentlich nicht korrekt wären. Ja?
dazu. Und dann wiederum meint er, mit einem Menschenopfer, das oder mit einem Halt, ja, Gott, ja, ich will das jetzt mal so hinnehmen, wie wir das gesagt haben, aber auch dann, es ist für mich irgendwie eine absurde Vorstellung, dass man, dass ein anderer für mich büßen kann. Das ist geradezu billig. Ja, Entschuldigung, ich will es jetzt nicht provokant meinen, wenn ich andere für mich büßen lasse. Wenn jemand eine Tat vertuscht und anderen entschuldigt und der kommt ins Gefängnis, was ja oft genug vorgekommen ist, ja, dann ächten wir sowas zutiefst. Ja? Und hier wird es als eine Großtat göttlicher Art dargestellt. Also das passt für mich alles nicht zusammen. Ja? Für uns passt das zusammen, weil Gott in seiner großen Freiheit, oder wir glauben es, dass Gott die Menschen geschaffen hat, so, dass jeder wirklich sich entscheiden kann, wer will. Niemand muss an Gott glauben. Dass diese große Freiheit hat er jeden Tag. Niemand muss sich an die Gebote halten. Niemand muss das tun. Ja. Aber Gott sagt auch, er möchte, dass wir gut sind. Aber er zwingt deine Geschöpfe nicht, das zu tun. Und dadurch sind wir getrennt von ihm, weil niemand ist gut von uns, sondern jeder hat Dreck am Stecken. Niemand ist der Perfekte. Und deshalb ist der einzige Weg, um zu Gott zu kommen, dass jemand sagt, gut, wenn du daran glaubst, dass ich für deine Schuld gestorben bin, wenn du das glaubst, okay, dann bist du rein dafür. Und das ist für mich eine Sache, die ich gut glauben kann. Die ist für mich überhaupt kein Problem, sondern ich bin Gott von Herzen dankbar, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Also, es ist so, ich habe das Buch mit zwei Pfarrern ausführlich diskutiert. Ja. Bei einem war ich mehrmals in die Familie eingeladen, mehrere Tage. Ich habe da richtig mitgelebt, ja, und wir haben ausführlich über die Dinge gesprochen. Mit einem anderen habe ich mich so immer wieder getroffen. Natürlich sind die, also ich bin aufgeklärt worden, so will ich damit sagen. Ich bin über alle diese Vorstellungen, die sich dahinter vermergen, schon informiert worden. Ja, es ist nicht so, dass mir das jetzt alles neu ist, in der Form, wie Sie es speziell gesagt haben, so habe ich es nicht gehört, aber akzeptiere ich ja. Aber es ist eben nicht so, dass mir das nicht bekannt wäre. Ja? Ich kann überzeugt werden in dieser Richtung. Ja? Ich bin mit diesen beiden nach wie vor befreundet, ja? Trotz aller Widersprüchlichkeiten in den Auffassungen. Es gab aber auch viele Punkte, wo wir übereinstimmten. Aber das ist für mich eine Denkweise, die stammt aus einer Kultur, die 2000 Jahre oder älter ist. Ja? Das ist für mich so mein Ansatzpunkt, das abzugeben. Ja? Das Erstaunliche ist, dass es eben trotzdem ganz, ganz viele Menschen gibt, auch seit 2000 Jahren, die das für ihr Leben entdeckt haben. Und die, Entschuldigung, Sie haben das vorhin auch sehr gesagt, es haben ganz viele Leute sich das Christsein auf die Fahnen geschrieben und haben damit das größte Unheil angerichtet, was man sich nur vorstellen kann. Weil sie das nicht beachtet haben, was das Christsein eigentlich bedeutet, sondern sie haben im Namen des Christseins die größten Gräueltaten getan. Das ist keine Frage. Aber sie haben sich an das nicht gehalten, was Gott sagt. So kann man es natürlich im Nachhinein deuten. Ich würde sagen, wir haben einer Ideologie angehangen, die von vornherein dazu führte, dass es dazu kam. Denn in der Bibel gibt es ja unendlich viele Stellen, die meisten überhaupt nicht bekannt sind, wo aufgerufen wird, dazu den anderen zu verfolgen, wenn er nicht den gleichen Glauben hat. Und da werden also Menschen umgebracht, die ganze Ketzerei-Geschichte, ja, die Inquisition. Wie ist es möglich, dass man auf so tierische Art und Weise Menschen quält, nur weil sie anders denken? Und das im Namen Gottes. Also, und das hat er alles zugelassen. Er hat es doch von oben, wie Sie ja meinen, gesehen. Ja? Wie kann er das zulassen? Ist das der Gott, der Barmherzige? Also ich bin mit meiner Kammer sagt, also diese Dinge, furchtbare Dinge, die geschehen sind, soweit ich die Geschichte urteile, egal wer Macht hatte in der Welt, hat so gehandelt. Sei es die Kirche, sei aber es die. Aber die will doch besser sein. Ja. Ich sage, das ist mein, das, dieses heutige Tun ist Menschenwert. Also ich kann auch nicht glauben, dass dieses Tun der Wille irgendeines Gottes gewesen sein könnte. Kann ich nicht glauben. Es ist der Wille von Menschen gewesen, die aus irgendwelchen Gründen diese Machtposition, die sie damals hatten, und auch die Ideologie, die dahinter steckt, dazu instrumentalisiert haben. Also, und das
Bewegung oder als Sie treten doch als Christen auf, mit dem Anspruch, es besser zu machen. Sie treten noch mit der Behauptung auf, dass Sie von Gott legitimiert sind, hier eine Lehre zu verkündigen, die die Menschen besser macht. Ja? Aber genau das Gegenteil ist auch eingetreten. Jede Autorität, jede Macht oder jede Ideologie, es sind sehr viele, treten mit diesem Anspruch auf und haben genau das gleiche Ding. Aber dann ist doch, wofür soll ich dann das Christentum schätzen, wenn es auch nicht besser ist? Es sind auch im Namen des Christentums die gleichen Dinge passiert, die ja, überall passieren. Aber warum soll ich dann? Ich kann auch im Namen von Humanismus Dinge in Türkei gemacht werden. Nennen Sie mir einen Humanisten. Humanismus gesagt oder Kommunismus? Humanismus. Okay. Dann nennen Sie mir mal einen, und jemand, der als Humanist sein wird, dazu aufruft, andere Menschen zu verfolgen, weil sie nicht den Humanismus auf ihre Fahnen schreiben. Es ist noch nie, auch nicht im Namen des Atheismus, sind andere Menschen verfolgt worden. Im Namen des Atheismus sind schon, ist schon vieles. Das unterstellt man immer nur. Auch zum Beispiel Hitler wird ja unterstellt, unterstellt, dass sie Atheisten waren, was ja überhaupt nicht stimmt. Dann muss man langsam tun. Dann ist die Frage, was definieren Sie als Atheismus? Ja, und was definiere ich als Christentum? Nicht alles, was Sie als Christentum definieren, ist für mich wirklich Christentum. Ich komme jetzt natürlich in ein kleines Problem. Ja, okay. Ich sorge ganz viel Zeit davon. Also ich will nicht ausweichen, ich finde das ja auch interessant. Und vielleicht kommen also ich finde das auch ja, gut. Ja? Man verweist immer auf alles Schlechte, was Christen im Namen der Bibel getan haben. Na, Moment, wir werden sehen. Ich denke auch noch ein bisschen anders. Ja? Also ich bin natürlich jetzt ein bisschen aus dem Zeittag gekommen. Ich wollte nämlich jetzt noch auf die Hölle wenigstens ansatzweise zu sprechen kommen. Und ich finde eigentlich die Erfindung der Hölle, ja, die geht auch für mich, also es ist in meinen Augen sogar eine der schäbigsten und niederträchtigsten Erfindungen, die das Christentum verbreitet hat. Aber die Hölle gab es ja vorher auch schon als Idee in anderen Kulturen. Aber Jesus hat sie sozusagen regelrecht zu einem psychischen Folterinstrument entwickelt. Ja. Er wurde ja nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, was in einem Menschen blüht, der nicht an seine Verkündigung glaubt. Ja? Er muss also offenbar nicht besonders überzeugt gewesen sein von seinen Predigten und von seinen Ansichten, wenn er immer wieder mit der Hölle drohen musste. Ich wollte hier eigentlich einen etwas längeren Text vorlesen, aber jetzt kommt die Zeit nur. Ich habe das dann sozusagen als Fratze mal so formuliert. Somit hat Jesus der Menschheit nicht nur die Botschaft der Liebe und des Friedens gebracht, sondern auch die schlimmste aller denkbaren Drohungen, denen die Menschheit je ausgesetzt war. Aber Millionen von Menschen litten und leiden bis heute, was meinen Sie, was ich für E-Mails bekommen habe, aufgrund meines Buches, von Menschen, die heute noch nicht richtig schlafen können, weil sie an die Hölle glauben müssen. Ja? Also ich habe es auch nicht für möglich gehalten. Wenn ich das jetzt so sage, glaubt mir wahrscheinlich. Ich meine, voll gut, das ist ja die Tatsache. Und wir glauben auch daran. Also ich sehe mit offenen Augen, was im Namen des Christentums für auch heute noch. Also ich habe vielleicht noch keinen abgestachtet, unbedingt, weil dann bin ich an Jesus glaubt, aber was im Namen des Christentums für schlechte Dinge getan hat. Natürlich sind die da. Also, aber Millionen von Menschen litten und leiden heute unter dieser unsäglichen göttlichen Warnung vor ewiger Vergeltung, gemessen an dem Elend, das diese Drohung in den Psychen nicht mehr zu zählenden Menschen ausgelöst hat, verblasst die Jesus immer noch zugeschriebene, einzigartige und vorbildliche moralische Rolle. Und ein zweiter Zusatz. Zudem mussten ungezählte Menschen lebendigen Leibes im Feuertod erleiden, weil man seinerzeit liebetreu glaubte, nur auf diese Weise ihre Seelen möglicherweise für ewiger Höllenpein retten zu können. So betrachtet es die Person Jesus, man wagt es kaum auszusprechen, weil die Logik erzwingt es, Initiator für das größte Unheil, das der Menschheit zumindest im Einzugsbereich des christlichen Glaubens je zugefügt wurde. Selbst wenn man einräumt, dass ebenso viele, vielleicht sogar noch mehr Menschen Trost und Hilfe in dieser Lehre fanden. Welch ungeheurer Preis muss dafür bezahlt werden? Ich frage mich, wofür bedarf es einer solchen Drohung?
Und zwar einer ewigen, dass es ewige Folter wird versprochen. Ja? Das ist niedrigster, also vom Menschenrechtsstandpunkt ist das niedrigstes moralisches Niveau, Menschen mit ewiger Folter zu drohen. Sie sagen natürlich, ach, die Hölle gibt es ja gar nicht. Nein, das sage ich nicht. Sie sagen, die Hölle gibt es, weil sie steht so in der Bibel. Aber es ist genau das Gegenteil auch davon. Und das ist das, an das wir glauben. Das ist das Gegenteil. Ja, aber auch an die Hölle. Ja, genau. Das finde ich barbarisch, einen solchen Glauben zu verbreiten, dass Menschen ewig gefoltert werden. Dass Menschen ewig von Gott getrennt sind. Nein, getestet werden mit Feuer und Schwefel. So steht es in der Bibel. Ja? Es heißt einfach dort so, dass Gott uns dazu ruft, dass wir ein ewiges Leben haben werden. Das ist etwas, was mein Leben lebenswert macht. Und da brauche ich doch nicht so eine Drohung. Doch, das ist die Kirche. Die Kirche hat das als Drohung auf uns gesprochen. Das gebe ich zu. Nein, das steht Jesus hat das nicht als Drohung ausgesprochen. Doch, Jesus. Zigmal droht er mit der Hölle. Droht er mit der Hölle. Also die Stellen, Wenn ich die Menschheit betrachte, lebt ein großer Teil der Menschheit schon in der Hölle. Ich bin von Haus aus, bin ich Medizinerin, ja, sag ich mal so. Ich habe in Psychiatrien gearbeitet. Ich habe 4 Kinder, die mir alle immer wieder dasselbe erzählen. Wenn sie auf Freizeiten gehen, auf Jungschan, auf schulische Begegnungstage, es gibt einen Großteil Jugendlicher, die suchend sind, die glauben, da gibt es irgendetwas. Nur ja, man hat den Christentum, man hat die Moslems, man hat den Hinduismus, man hat so viel. Ein Angebot ist da. Diese Jugendlichen wollen Erfahrungen machen. Geben sie was für elitistische Abwege und was resultiert daraus? Ich habe in den wenigsten Fällen gehört, dass sie liebevoller geworden sind, dass sie besser geworden sind. Die Mehrzahl dieser Jugendlichen haben wir in Jugendpsychiatrien. Werden gequält von Albträumen, von meiner Ansicht nach Dämonen, denn es gibt nicht nur Gott, es gibt auch Satan. Und wenn wir schon bei diesem Punkt sind, er ist in dieser Welt genauso existent wie Gott. Das heißt, er ist auch mit in die Verantwortung zu nehmen, wenn Dinge nicht funktionieren. Sie sollten aber immer dazu sagen, Sie glauben das. Ja? Ich habe diese Erfahrung. Ja gut, das ist Ihre ganz persönliche Erfahrung. Ja? Sie dürfen die nicht so ohne weiteres übertragen. Ich würde von meiner Weltanschauung nicht behaupten, dass ich die Wahrheit in mir trage und dass das die Wahrheit ist. Ich sage nur, für mich spricht vieles so zu denken und zu handeln. Ja? Ich würde nie behaupten, dass das die Wahrheit ist. Aber Sie sprechen immer davon, das ist die Wahrheit. Schon dagegen wende ich mich. Ja? Aber wir kommen dann natürlich jetzt. Dazu sind Sie Professor Tegal, Sie einfach anders miteinander reden. Ich sehe das mal. Das ist meine Meinung. Das, was Sie sagen, ist ja